Jo Leute, willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und ja, in diesem Video stelle ich euch den Skash League ein bisschen vor, nur für ein paar Minuten, drei oder so. Und ja, das ist Skash 2.0, die auch Haze vorgestellt hat, die Version. Und hier kann man sich mit Session Token einloggen. Hier ist ein Account Manager. Und ja, wir gehen einfach mal auf Gomme. Und dann werde ich euch zeigen, dass es auch das normale Skash ist. Ich habe es noch nie benutzt, deswegen habe ich hier auch keine. Man kann aber direkt die Settings halt changen auf Settings, Gomme. Settings. Alter, ich bin zu inkompetent zum Schreiben. So, man sieht hier, das ist das Skash UI und ja, ist nicht so das allerhübscheste. Aber doch, es geht eigentlich. Es ist okay, könnte man sagen. Und ja, da Gomme jetzt kein NCP mehr hat, kennen die TPs halt nicht mehr. Aber die Speedmodes sind halt immer noch okay, wie ich finde. Man kann dann hier einfach auf AC stellen. Und ja, No Slowdown auf jeden Fall auch auf AC. Speed sollte auf AC B-Hop sein. Ich habe ja noch gar nichts gebindet. Dann binde ich mir nochmal Speed. Und Kill Aura. So, und das ist auch eigentlich alles, was ich brauche. Und ja, die Killaura ist auf AC, wie ich finde, echt scheiße, könnte man sagen. Aber hier, der Scaffold ist halt der, der drei Blöcke vor euch baut. Den habt ihr wahrscheinlich schon gesehen. So, auf AC. Ja, ihr seht hier, ist einfach das ganz normale. Ganz normale Dings da. Ist das echte, kein Fake oder so. Echter Skash. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns dann gleich nochmal in einer Runde SG wieder. Mal sehen, ob ich eine hinbekomme, weil die Aura ist halt scheiße. Oder nee, ich gehe glaube ich in Bad Wars, weil dann zeige ich euch mal, dass der Glide hier noch bypasst, glaube ich auf jeden Fall. Ich glaube, der bypasst noch, wenn man hier auf Damage und AC macht. Ja, wir sehen uns dann gleich in einer Runde Bad Wars wieder. Ich zeige euch dann kurz nur kurz den Glide. Und die Aura ist halt scheiße, deswegen sehen wir uns gleich wieder. Ciao. Jo Leute, willkommen zurück. Ich bin jetzt hier in der Bad Wars Runde und möchte euch nur kurz die Aura und den Glide zeigen. Mehr auch nicht. So, ich glaube der Instant Pickup, den der Client hat, funktioniert nicht. Aber, ne, er funktioniert nicht. Sonst könnte ich ja alles instant aufpicken und die anderen würden überhaupt nichts bekommen. Aber ja, auf das Goldding stellen macht auch viel Sinn. Ich zeige euch jetzt einfach mal, dass der Glide funktioniert. Und ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange der funktioniert und so weiter alles. Aber ich zeige euch einfach mal den Glide. Ein Eisen hätte ich schon noch gerne. So, weil ein Schwert. Und oh, der hat mir sogar was gegeben. Was für ein netter Typ. So, nein, das ist mein Eisen. Hallo, wo ist mein Eisen? Da ist mein Eisen. Und ja, deswegen zeige ich euch jetzt nochmal kurz den Fly bzw. Glide. Oh lol. Als ob hier jetzt ein Block ist. Ich dachte schon, ich wäre jetzt tot. Aber ja, Glide sollte man sich auch binden. Und Alter, nee. Als ob das so ein Scheißtyp ist. No Velocity ist wo? Bin ich jetzt zu dumm oder zu dumm? Ich habe keine Ahnung, ob ich zu dumm oder zu dumm bin. Auf jeden Fall bauen die sich da oben rüber. Das ist eine gute Chance, mal hier rüber zu fliegen. Ja, und man sieht, man bekommt viel Fallschaden, sehr viel Fallschaden. Und man wird auch direkt getötet. Aber man kann auf jeden Fall hier rumfliegen. Und ja, das Team ist auch schon down, deswegen, ich wollte euch ja nur kurz den Glide zeigen. Den Rest könnt ihr auch selber austesten. Und ja, das war's dann auch schon mit dem League Review. Der Download ist wie gesagt in der Beschreibung und ihr müsst einfach nur einmal auf Download klicken, auf Subscribe und dann müsst euch abonnieren und dann könnt ihr einfach auf, dann erscheint das der Download-Button. Und ja, das war's dann mit dem Let's Hack und ja, wir sehen uns dann in der nächsten Folge Let's Hack wieder oder im nächsten kleinen Review. Ciao.